Das war damals noch nicht Luxus. Hm. Ja, ich meine, es war damals quasi Luxus, sowas. Wahrscheinlich. Wohl. Wann ist sowas jemals Luxus gewesen, ja, einen Monitor wechseln zu können? Das stimmt. So. Okay, da sind wir wieder. Wieder er und ich. Hallo. Ich und er, genau. Wahrscheinlich stehen wir jetzt gerade vorm Endkampf, sozusagen kurz davor. Die Spielzeichen standen auf Endkampf. Wobei ich glaube, dass es ein ganz großer Endkampfabschnitt ist. Also jetzt wahrscheinlich dieses Gebiet und dann werden wir wahrscheinlich nach Downtown geschickt und da auch wieder. Das wird jetzt Schlag auf Schlag alles kommen, denke ich mal. Wir haben zwischendurch immer mal wieder hier Escape gedrückt und so, um was nachzugucken. Wir haben uns kurz noch beraten, muss man dazu sagen, mit einem unserer Berater. Wir haben ganz viele. jedenfalls, der meinte, er hat uns erstmal darauf aufmerksam gemacht, weil wir haben die Frage gestellt, so ist das jetzt, ne, wird das jetzt und so weiter, können wir die anderen Quests noch machen. Wir werden dann, wenn das so ist, die anderen Quests, die wir noch offen haben, dann danach noch im alten Spielstand machen, und damit wir das komplett haben. Ja. Hoffentlich schaffen wir es, weil wir haben manche Sachen waren ein bisschen blöd mit dem Geld und so. Ja, müssen wir einfach gucken. Vielleicht finden wir ja auch hier wieder Geld. Richtig. Für Blut und so. Okay, ich ist muss. Bereit? Ja, weiß ich noch nicht. Ich muss direkt anfangen, die zu kalten, glaube ich. Ja. Dann fangen wir mal an. Und. Oh, ich traue mich nicht. Warte, einmal kurz Mauspad. Ja, ja. So. Ja. Ah, ja. Von Krön. So. Moment, da ist noch ein Korn. Oh. So. Korn trinke ich. Nicht. Okay. Auf geht's. Oh Gott, ich hab Angst. Aber den Ladebalken habe ich gebunkert. Okay. Das ist schon mal sehr gut. So, Blutsauger ist ausgewählt. Achtung, oh. Jetzt hat er den. Rose, ich denke, nein, hör auf! Warum wolltest du die überhaupt auf? Ich wollte E drücken. Ich wollte E drücken. Du könntest den nächsten Blut saugen. Ja. Oh, die Mausgeschwindigkeit ist hier zu krass. Ja, das ist jetzt ein schlechter Augenblick, oder? Nö, der ist jetzt tot. Gut. Sonst war keiner, ja, okay. Was waren so. Die? Ich. Ja, ja, geht? Ansonsten musst du einmal die hintere drücken. Nee, so. Ja, geht. Das war bei meiner alten Maus intuitiver. Aber die ist die beste. Alle so ein. Wer singt da? Shinguntur. Hatten wir schon mal, ne? Das haben wir vorhin verkauft. Stimmt, das können wir wieder. Das ist ja schön zum Verkaufen, alles. Behalte ich erstmal. Auf was gehe ich denn da? Nahkampf oder? Ja, gucken wir mal, ne, was da für Leute kommen. Ich sag mal, wenn das jetzt auch Nahkämpfer sind. Ja. Hm. Aber wenn du dir immer nur einen vornimmst. Ich schätze mal, das war ja nur dieser eine Raum da. Also das ist ja nur hier das. Und genau, wir können jetzt auch endlich mal das, was wir machen, was wir neulich angesprochen haben vor zwei Folgen. Nämlich, wir wollten ja eigentlich mal unsere Gestaltwandelfähigkeit wieder testen. Okay, das. Außerdem haben wir auch wieder Punkte bekommen, glaube ich, oder? Ja, 8. 10 haben wir. Wie viel bräuchten wir? 20. Da kriegen wir bestimmt noch was. Wir können hier entweder sparen oder ausgeben. Ja, aber wir können auch sparen, oder? Gucken wir erstmal. Erstmal gucken, was passiert. Ja, dann versuchen wir es mal mit Nahkampf. Und wie gesagt, ich würde mal gucken, dass du die Gestaltwandel irgendwie, dass du den. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sind da ja noch zwei oder drei Kollegen drin. Ich habe ja gespeichert. Ich gucke erstmal. Keiner. Auch gut. Ah, jetzt geht die Tür hinter uns zu und dann geht vor uns zu. Das ist noch besser. Ihr könnt uns ja nicht erschrecken. Jetzt gehen überall Türen auf, wie bei Kill Bill, habe ich gesehen. Jetzt sind nur zwei Türen da, ich weiß, aber da gehen noch viel mehr auf. Ich muss den Gong schlagen. Ja. Jetzt muss er den Gong schlagen. Oh. Ja, ja. Den ist langweilig. Schritte. Obwohl, das Geräusch könnte auch sein, dass er gerade etwas Weltbewegendes verstanden hat. Musik. Hä? Da hat doch einer geschossen. Yes. Oh. Doch? Geschlagen, ja. Oh. Wo kommen die denn her? Ich habe keine Ahnung, das sind Ninja
Boah, Ult. Und weißt du, was wir nicht gemacht haben? Oh! Oh, er steht wieder auf! Ein Uppercut in Boah! Nicht schlecht. Du musst nur jetzt den Körperpanzer schneiden. Ja, das wollte ich gerade sagen, das haben wir nicht gemacht. War doch, als hätte ich da was gehört eben mit Körperpanzer. Das war auch das, was wir als erstes eigentlich machen wollten. Ja. Okay, du musst dich mal heilen vielleicht. Ja, ich wollte eben gucken, ob die hier so am Start. Achte ich höre Schritte wieder. Ich glaube, das ist keine bestimmte Sprache. Oder der Sänger ist sehr merkwürdig. Ich will das aufnehmen. Ich höre dir doch ein. Ja, der ist hinter der Wand links von dir. Warum kann ich das nicht? Wird gar nicht angezeigt, ne? Sieht voll gut aus, aber das ist. Oh. Voll die guten Griff. Das ist bestimmt auch nur so ein Shinguntu. Shinguntu wahrscheinlich, ja. Die haben sich ja im Schaden nicht viel. Gar nicht, glaube ich, ne? Die beiden. Exakt gleich. Oh, Heidu. Komm mal ran. Da stand einer mit einem Schießgewehr. Hä? Schon wieder? War das ein Pfeil? Ja. Mhm. Hinter dir. Oh. Wieder mal. Bestimmt jetzt gleich auch wieder. Ja, wohl ist ja noch einer, ne? Ja, da stand noch einer mit dem Gewehr, aber der stand da hinten. Da. Oh. Ja. Ja, komm, ja. Das macht der Cooldown. Ah, sehr gut. Oh, ah. Lecker Schmecker. Ja. Ast rein. Guten Tag. Wie ist das? Kennst du mal die. Also, jawohl, wenn wir erstmal Blut auffüllen und dann können wir mal mit gleich die Gestaltwandelsache machen. Ich bin mal gespannt, wie der so reinhaut. So. Hat der so Macht auf offener Straße? Ja, hier liegen jetzt nur noch Kram. Jetzt klingt es mehr wie ein. Wie so ein Indianergeheul ums Lagerfeuer. Soll ich den mit Gestaltwandeln killen? Ja, obwohl der weit weg ist. Aber nee, ich kann ja wieder rein und hin. Ja, stimmt. Ja, mach mal. Mach mal. Das ist gut. Der muss ja auch immer nachladen. Dann hat der gar nicht viel Zeit. Ja, 30, ja. Yeah! Hier, hier, nimm das! Steh auf! Steh auf! Jetzt muss ich da schnell reinlaufen. Wie lange ist noch Hälfte ungefähr? Ein bisschen weniger. Aber da reicht doch nicht mehr. Ja, komm her, da! Ich will hier rein. Boah! Oh nein, das sind zwei. Er ist weg. Die können Karate! Alter, ich komme irgendwie nicht an. Ja, du schlägst einmal. Recht langsam, der schlägt dir halt in den Rücken. Jetzt, und ich treffe die immer nur einmal irgendwie vom Tisch runter. Du bist auch schon schwerer verprügelt. Ja, ich soll von was. Lauf doch. Jetzt kommt man richtig sehen, wie weh das getan hat. Wie ein junger Gott. Wo sind sie? Von links was. Ein Galoppel. Ein Hoppel. Warte, ich muss mal irgendwas nachgucken. Habe ich die? Ja, die. Ach, das ist anders. So. Er hatte die Vorhörer vertauscht. Die falsch rum. Der Ethiker. Ui, wow! Genau, jetzt soll wieder Blut auffüllen hier. Wir können es gebrauchen. Hey, you! Jetzt schieß mal auf den hier. Ja, ja. Also nicht du jetzt.
Wow. Noch zwei Hey gesagt. Mhm. Eindeutig. Obwohl, ich weiß nicht. Was haben wir denn noch so? Was war? Kommt gleich, ne? Da kommen wir mal noch schnell. Komm her! Geh nicht weg! Komm rein! Komm rein! Oh, das sind ein paar mehr. Oh, das sind ein paar mehr. Ja, und er hat eine Dinge, eine Schrotti-Kanone. Echt? Aber wenn er jetzt schießt, dann macht er guten Dienst. Woo, yeah! Oh, schnell wieder rein. Das ist Karate. Karate. Heilen wir uns einfach mal. Machen wir mal wieder ein bisschen. Können Sie uns ja erlauben gerade. Entschuldigung, ich muss dieses Geräusch jetzt mal machen. Ich bin gerade geschworen. Auf alles. Jetzt brunst, aber. Jawohl, ich meine. Kommen ja halt nicht, ne? Wenn sie kommen würden, wäre das alles ja gar kein Problem. Aha, ja, dann läuft er wieder weg. Weißt du. Okay, ab hier dann laufen sie dann wieder zurück. Wie man das immer macht, ist das doof, wie ich gerade gehört. Ich breche meinen Schwur. Auf alles, aber leider. Oh, das war, glaube ich, nicht dahin, wo ich es zum beträchtliche Waffensammlung, die da liegt. Wir können ja nachher mal schauen, ob da irgendwelche wertvollen Sachen bei sind. Ah, so ist brav. Nicht schlecht. Ich wollte die. Okay. Scheiße. Okay. Ja, na jetzt. Oh, das ist dicht. Blutbedarf? Achso, ja, das wollte ich da jetzt auf. Du hast ihn aufgefangen. Yeah, so geht das. Hat sich's mir gelohnt. Nee, das war ja gefaked. Ja, der soll ja. Oh, jetzt hat sich aber erreicht, wenigstens der Vogel. Aber interessant, dass die einen nochmal nicht erreichen können, wenn man von denen wegläuft. So, puh. Ich höre aber noch Leute, wahrscheinlich im Haus. Ja, entweder da oder hier. Guck mal, was da so für Kniften liegen da und Zichten und. Ja, das geht ja irgendwie nicht. Gar nicht kann man mehr, hier ne? nicht. Nee. Kann man hier noch. Ach. Das könnte man. Ja, wahrscheinlich nur, wenn es frei ist oder so. Aber das haben wir doch schon. Ja, komisch. Oder es ist eine Spezialarmbrust. Hey. Oh, hinter mir! Ja. Alter. Aber er hat nichts gemacht. Ein Körperpanzer halt, ne? Da hat man es gemerkt. Stimmt. Das war ganz eindeutig. So, ich mach das nur halt, ne, damit wir auch voller Blut sind gleich, wenn es geht. Am besten nicht ganz. Okay, schade. Wo kam der denn her? Achso, hier finde ich was. Erstmal hier. Schlosskacken. Fehlgeschlagen. Sieben. Ja, es ginge noch. Macht der Körperpanzer eigentlich einen Malus? Ja, stimmt, das kann sehr gut sein. Hab ich vorhin irgendwie gesehen. Guck mal bitte nach eben. Das würde mich gerade mal interessieren, nur so, weil. Mhm.
Vielleicht ist das ja keine Beweglichkeit. Wahrscheinlich schon, aber nur so. Nur so. Wir schicken ihn uns zwei. Ja. Rüstzeit 4. Ja, gut. Zum Knacken sollte man das dann trotzdem aushaben. Naja. Renn ich auch viel schneller? Aber können wir die nicht richtig aufmachen, wenn das Stufe 8 ist? Wir konnten das ja nur eben nicht, weil wir Elysium nichts verlassen durften, oder? Wie meinst du mit Dingens? Ja, mit Blutmacht und. Ja, ja, das hätten wir aber. Wahrscheinlich nicht mehr. Achso, jetzt wieder umziehen, oder? Hab ich schon. Achso. Ach stimmt, du hast es. Mensch. Ich hab wieder verträumt in der Gegend rumgeguckt. Ja. Schöner Himmel. Ja. Aber oh, das ist ja auch nett mit dem Radio. Das ist ja. Kleiner, aber sie werden auch sehr karg, wenn man das mit dem Vampirfledermäuschen nicht hat. Ich speichere mal ab. Ne? Ja, doch besser, ne? So. Stand da der. Nee, das ist nicht der Riesentyp. Er sah gerade aus wie der Riesentyp von LaCroix. Oh, da steht noch einer. Schon vor zig Folgen empfohlen. Da ruckelt es ein wenig gerade. Mhm. Ich speichere mal. Die heilige Handgranate von Antiochia vergessen. Oh ja. Aber ich meine, wir hätten sie jetzt noch nicht gebraucht. Nö. Aber nicht, dass wir sie nachher nicht nie einsetzen. Das wäre wieder typisch. Steht da eigentlich genauso zum Aussaugen, ne? Mhm. Komplett. Ne? Nicht, dass wir es bräuchten, ne? Aber weg die Scheiße. Das schwitzen wir so schnell wieder aus. Achso, das ist der Griff vom Schwert. Jetzt könnte natürlich tatsächlich schon irgendwas wie schwere Gegner kommen, weil jetzt haben wir ja nochmal aufgetankt, ne? Also, wir hatten ja sowieso schon voll, aber Leute, die jetzt keinen Blutsauger hatten. Ja. Könnte sein, dass jetzt härter wird, weil der Boss kommt. Das weiß ich nicht. Hier geht's auch runter. Auch so eine Treppe. Eine vertrauenerweckende Kellertreppe. Mhm. Oh Gott, ey, hab ich jetzt wieder. Hirn durchgeschüttelt. Ja. Nee, ich habe immer vor sowas mega Angst. Achso, ich dachte, du meinst die Kellertreppe. Achso, ja, ja, das. Ja. Nee, ich. Du bist doch Vampir, du bist Vampir. Ja. Ich knacke. Und das ist auch cool. Die Mechanik. Ja, okay. Zum Zahnrad. Oh. Hallo. Ah, wieder ein Karate. Neuer. Besonders Blut. Das ist trainiert. Da war noch einer, ne? Steht einer. Ich glaube zwei sogar, oder? Ja.
Oder nicht? Sieht nur so aus. Aber könnte sein. Es könnte sein! Das ist doch eine Falle. Ja, die kommen von allen Seiten jetzt gleich. Es sei denn, du entscheidest dich wahrscheinlich für diese Tür. Abgeschlossen. Oh. Dann musst du da später rein. Komm doch raus hier. Hallo. Jakob? Jakob? Die kannst du auch durch die Tür platt machen, ne? Ist das schwer? Hinterher. Nein, wir benutzen. Wir sind keine Bug-User. Ach so. Da. Oh, ich wollte auch Blut saugen. Aber ist ja auch eventuell effektiv. Ja, da tot ist er. Ja. Praktisch. Oh. Weißt du, was die, also wenn die das Spiel noch länger in ihren Fingern gehabt hätten, was sie dann noch was daraus machen können? Nee. Zum Beispiel so richtig an die Wand klatschen wie gerade, aber halt dann ganz langsam comic-mäßig runterrutschen und solche Geschichten. Da hätten sie sich noch einiges, glaube ich, ausdenken können. Das ist ja großartig. Das hat man ja sonst echt nur in irgendwelchen Prügelspielen oder sowas. Also so richtig, ne? Nur mit der Fäuste und so. Mit der Fäuste. Kann ich gar nicht entscheiden. Das kannst du gleich auch gerne mal wieder Gestaltwandel benutzen. Ja. Ist ja wieder voll gerade. Wir müssen auch noch ein paar Mal ausrasten. Das lohnt sich halt eher, wenn da so mehrere sind, ne? Ja, obwohl, dann schlagen sie dich wieder und du kommst nicht dazu zu schlagen. Ja, stimmt. Ja, klar, wir könnten es uns auch einfach machen und immer nur mit Blutsauger. Da hinten stehen auch wieder zwei. Das sieht mir nach so einem Bossraum aus hier. Ja, aber da unten steht schon aus zwei. Hier ist der Raum, wo ganz viele Türen aufgehen überall. Hm. Da waren wir vorhin. Oh. Ja, der muss nachladen. Oh, das sind viele. Zwei. Oh. Oh, dein Klaue steckt in der Wand fest. Der kaltet dich, der Hund. Aha. Ja. Damit müssen wir noch oben, ne? Das ist also besser Single-Target wirklich mit dem Steinwand. Ne? Ja. Das wird man ständig von irgendwas erhascht. Von wo die jetzt überall kommen? Minigame. Ja, oh, nicht schlecht. Oh, jetzt im Lauf. Besser wechseln. Tab. Ja, ich drücke auf Tab. Was passiert jetzt? Jetzt. Oh. Ich habe so. Oh shit. Gute Idee. Jetzt geht's hier links auch mal so. Eben nicht immer nur ich. Ja, was soll's? Die machen eh nicht so viel. Oh, er ist hier reingelaufen. Glaube ich. Ja, selbst schon. Ja. Die mächtige Wasserpumpe. Irgendwie scheint es mir trotzdem, dass wir mehr unterbrochen werden, wenn wir im Gestaltwandel sind. Das finde ich merkwürdig.
Aber es kann auch, ich kann mich da auch irren, vielleicht wurden wir einfach nur blöd getroffen. Nee, ich glaube das schon. Seelenstärke und Gestalt waren die Sache natürlich richtig gut. Gern genommen. Da geht die Party ab. Bestimmt bricht er wieder ab, oder? Ein bisschen gelaufen ist. Jetzt kann man wegen der Kinder. Oh. Jawohl. Hey. Ein Knaufschlag zu bekommen. Juhu. Ey. Oh, oh, oh. Meine Seite gefegt. So. Salat. Oh, jetzt leckt es aber zwischendurch ganz schön. Also es ruckelt, meine ich. Aber anders als sonst, ne? Sonst war das ja meistens so. Es sind ja eher so Mikro-Ruckler. Ja. Als ob der halt gerade irgendwie arbeitet. Ja, so kommt mir das halt auch ganz oft vor, als ob die Festplatte schon mit irgendwas ganz anderem beschäftigt wäre. Und mit was viel Wichtigerem. Ja. Und die entscheidet, was wichtig ist. Oh, fuck. Pestilenz schon mal raus. Ja, ich such's. Wo ist es? Und jetzt nach rechts, nee, links. Oder? Ja, da. Kommt näher. Schon mal Lockruf vielleicht wieder. Ja. Aber wenn die sich nicht mal nicht beeilen. Da stand einer weg. Brauchen wir noch so drei Dreier-Salben mit der Waffe. Okay. Das ist ja für eine Arme. Schön. Da steht da noch einer. Aber möbel ihn. Alter, wie die mal wegfliegen. Nein. Ah, krass, dass die auch kiten können. Das ist mal. Oh, 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 das war unfair. Ja. Du musst dich zuerst mal beugen. Ja. Das darfst du gar nicht. Verdammt. Noch einer. Ich glaube, das ist ein bisschen so beabsichtigt, oder? Dass die so nacheinander ankommen, ist ja auch eine coole Sache eigentlich. Ja, so hat ja, man wenigstens noch eine Chance. Alle auf einmal. Ja. Jawohl, weg damit! Hallo? Man muss natürlich sagen, ist schon auch von unserer Seite unfair, weil wir haben ja eine Waffe und die nicht. Obwohl einige schon. Doch, die aber haben, der hatte. Achso, die hatten auch Schwerter. Die haben alle Schwerter. Karate-Schwerter! Entschuldigung, ich habe das gerade verpeilt. Der hatte nämlich zum Schluss keins mehr, als er gefallen ist. Und eigentlich sollen Karatekas also auch keine Waffen tragen. Echt mal? Ja, die sollen alles waffenlos machen. Das sollen das mit Sinn. Fäusten aus. Ja, das war. Was anderes. Oder so war. Na, oh, von links kam, glaube ich, ein Schuss. Ja, das war die Falle. Ach so. Mensch. Ich wollte nicht drüber laufen. Ja, wolltest du gar nicht. Nee, aber hat nicht funktioniert. Weißt du was? Ich speichere mal. Ja, da ist schon besser. An dieser Stelle. Das ist die ganze Zeit ohne Speicher, ne? Ja. Das hätte ja unglaublich in die Hose gegeben. Ja. Ja, ihr seid alle durch. Achso, das war die andere Seite. Ne, steht ja noch eine. Da kommen sie. Oh, das ist ja geil. Apropos Falle. Ah. Kommen Sie her, kommen Sie her. Das macht Spaß, ja. Hast du hier mal was geleistet, ne? Mhm. Ist die Lenz schön. Ja, falle um. Komm, mach Fallobst. Oh, wer hat das überlebt? Na gut, die brauchten auch viele Schläge, das stimmt schon. Ja. Die waren tough. Oh, gummimäßig abgeprallt. Hat sich da hinter dem nicht noch was bewegt gerade? Nee. Nee. Das ist eine Falle.
heilige Glocke. Nee, der heilige Buddha. Vom Buddha nieder. Ist ja nicht. Ist okay. Jetzt kommst du nicht mehr zurück. Wir müssen nochmal ganz rumlaufen. Oh, da steht ja direkt einer. Okay, wieder 8. Dann müssten wir also entweder Körperpanzer oder Blutmacht. Weil ja nicht besser Blutmacht, ne? Ja, geht schnell. Können wir auch direkt besser zuschlagen. Fehlgeschlagen. What? Ach, wir haben minus 1. Ne? Kommen wir nicht noch woanders lang? Ja. Hier zum Beispiel. Zum Beispiel? Ne. Bosskampf oder Lieutenant? Triaden Lieutenant. Achso, hier kommen wir wieder nach oben. Okay. Gut. Das war die andere Möglichkeit. Endboss, Triaden Lieutenant oder Ausgang? Alles klar, okay. Dann hier. Aber wir wissen wenigstens wieder, wo wir sind. Für 5 Sekunden. Ja. Falle. Ne, ja, genau auch schon. Okay, da links. Ist ja wieder die Boot da. Aber hier waren wir schon über. Die waren unten. Ja, denn, ja, wahrscheinlich sind die unter uns, ne? Was willst du machen? Ja, die sind unten. Okay. Wieder nicht, ne? Ja, das ist gut. Ja. Okay. Nur angeknabbert. Ja, das ist, glaube ich, der einer der Lieutenant-Endbosse. Ja. Ja. Oder scheinbar nicht. Also Blutsauger brauchst du nicht. Doch, ich brauch Blut. Ja. Achso, stimmt, klar, du kannst ja die anderen auch noch mal. Ah ja, wir haben auch noch unsere aufquellende Muscheln, ne? Ah ja, noch zu können, wenn wir tatsächlich einen Kampf haben zum Ausspielen. Außerdem haben wir noch Aristokratenpaket. Also es läuft im Augenblick sehr gut. Blutmäßig. Gut, Blut ist gut. Ja, Munition haben wir auch keinen verbraucht. Wir haben die ganze Knete zum Fenster rausgeschmissen. Ja. Ich habe ein paar Schuss mit dem Scharfschützengewehr. Ja, stimmt. Da stelle ich hier auch einen Rechner. Aber verstehe ich ihn nicht. Da konnten wir nicht durch. Da sind wir durch. Ja, da geht noch einer, das höre ich auch. Dem ist langweilig, wir kommen ja schon. Ja, aber es gab doch noch eine Tür, die wir noch nicht aufgeschlossen hatten, oder? Führte die nicht noch irgendwo sinnvoll hin? Also wenn wir dann die Körperrüstung ausziehen würden und so? Achso, ja, stimmt. Ja. So. Benutzen. Du speicherst du auch nochmal kurz. Ja, ich guck mal. Achso. Ja, oder so. Einfach mal probieren, aber. Ne, viel schon. Was wollte ich denn? Du wolltest eigentlich Macht, ja, und dann Schloss knacken. Jetzt wieder die Körperrüstung. Ah ja, jetzt hätte ich es vergessen. Benutzen. Komm. Oder okay. Eine Silhouette. Ein Schemen. Ah.
Ah, da sind bestimmt zeitlich noch welche. Das kann es noch nicht gewesen sein. Da ist nur einer. Also du meinst da in dem Gang? Ja. Ja, irgendwo. Irgendwo halt. Die kommen doch immer von irgendwo. Da, von da. Da ist irgendwo. Haha. In die Tür geschossen. Oh, ne. Kommt der durch? Kommt der durch? Ja, die laufen andersrum. Achso. Oder laufen die wieder zurück? Schürf. Ja, das ist gerade sehr gegenseitig blockiert, ne? Mhm. Oh, noch zwei scheinbar. Mhm. Na gut, dann haben wir wenigstens wieder Blut. Mhm. Die Tür können sie scheinbar nicht aufmachen, die wissen nicht, dass sie geknackt ist. Mhm. Oh, oh, das war die Falle. Ach, dann, da habe ich nie irgendwo geguckt, scheiße. Ja, kannst ja nochmal eben Blutheilung machen und ja, vor den nächsten. Ne? Dann haben wir ja gleich wieder voll. Ja. Ist er hin? Ja. Ist aber schnell. Hilfe! War das eine Truhe? Mhm. Oh. Loot, 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 jawohl, loot, loot. Jawoll, guck dir das mal an. Weil wir noch gar keine verbraucht haben. Naja, aber immerhin, Munition. So muss ich hier, Max. Max. Ich glaube, jetzt weiß ich, was Stefan mit sinnloser Munition kaufen wird. Also, mhm. Alles maximal. Unbedingt Spaßmunition voll. Munition. Alles voll mit Muni. Tja, ist ja schon fair gemacht. Kann man jetzt nochmal auffüllen. War unsere Sorge unberechtigt, dass wir jetzt völlig unproper hier ausgerüstet wären. Wenn jetzt noch eine Blutbank unterwegs alles kommt, Muni, mit Aristokraten-Blutpaketen. Boah, das wäre der Knaller. Ja.